Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video mit dem Titel oder zum Thema vom Gefühle wegdrücken zum Gefühle annehmen. Und da wieder meine ganz persönlichen Erfahrungen, Tipps und Tricks, die ich mit euch teilen möchte. Vielleicht bist du auch ein Mensch, der seine Gefühle ganz schlecht fühlen kann, der dem auch nicht Raum gibt. Und reflektier mal für dich, warum das so ist. Ich kann dir sagen, bei mir ist es so und es wird bei vielen anderen genauso sein, weil das einfach eine Generationenfrage ist und da ist niemand schuld, da ist niemand ein Täter und niemand ein Opfer. Wir sind mit einer Generation von Eltern aufgewachsen, die wiederum auch eine Generation von Eltern hatten, wo Gefühle, Bedürfnisse in dem Fall auch, keinen Raum hatten. Du bist traurig? Geh in dein Zimmer. Ich brauche deine Traurigkeit hier nicht, weil ich die selber schlecht aushalten kann, weil die gerade nicht in meinen Zeitplan passt. Hör jetzt auf zu weinen. Auch wenn du als Kind noch nicht fertig geweint hast, hör jetzt auf, ist gut jetzt. Also dieses, dass da eine erwachsene Person steht und dir zu sagen hat, wie du mit deinen Gefühlen umzugehen hast. Und das halt eben leider in der falschen Art und Weise. Du bist zu laut. Du bist zu wütend. Geh auf dein Zimmer. Hör auf, dich so zu fühlen. Ich mag dich nicht, wenn du dich so aufführst. Ne? Bei uns setze ich fest, okay, ich werde nicht gemocht, wenn ich wütend bin. Ich werde nicht gemocht, wenn ich traurig bin. Ich werde nicht gemocht, wenn ich laut bin. Vielleicht bin ich auch laut, weil ich mich einfach sehr laut freue. Und was macht es da mit uns? Wir wollen ja gemocht werden. Es ist ein Überlebensinstinkt, vor allen Dingen von Kindern. Okay, wir passen uns an. Das heißt, meine Gefühle müssen ganz leise werden. Und da ist es halt super easy, einfach und praktisch, Gefühle einfach komplett wegzudrücken. Wir können aber nicht entscheiden, nur unsere negativen Gefühle wegzudrücken, also nicht mehr wütend zu sein und nicht mehr traurig sein zu wollen. Dann werden alle Gefühle weggedrückt. Und das war dann zum Glück mein Aufwachmoment, wo ich gemerkt habe, das passt doch hier nicht. Ich fühle mich nicht mehr glücklich. Ich fühle mich nicht mehr fröhlich, kann das auch nicht mehr aktivieren. Es ist nur irgendwie von außen gesteuert, dass ich muss jetzt lachen, war was Witziges. Ich fühle aber keine Freude mehr hier drin, ist nicht da. Was ist passiert? Ich wusste damals schon, dass ich, also das war so eine ganz bleibende Erinnerung, dieses, ich weiß, wie ich war, bevor ich angefangen habe, meine Gefühle wegzudrücken. Und ich weiß auch, dass es nicht Raum hatte. Und ich dann aufgehört habe, Gefühle zu fühlen. Ich das weggedrückt habe oder dann nur ganz leise für mich alleine verarbeitet habe. Und da habe ich begriffen, okay, ich kann nicht nur meine negativen Gefühle wegdrücken. Ich habe auch ungewollt meine positiven Gefühle weggedrückt. Und das wollte ich nicht mehr. Und das wollen wir alle nicht. Wir wollen doch Freude und Glück und Spaß, Leichtigkeit. Das wollen wir doch fühlen. Aber da kommen wir halt nur hin, wenn wir auch den negativen Gefühlen wieder Raum geben. Scheiße. Also das ist so Punkt 1, warum man Gefühle wieder fühlen lernen sollte. Punkt 2 ist, die Gefühle bleiben einfach in dir drin. Wenn du denen keinen Raum gibst, bleibt es in dir drin. Die ganze Traurigkeit, die ganze Wut, die bleibt in uns drin. Weil Gefühle, Emotion, Bewegung. Und wir lassen unsere Gefühle sich nicht bewegen. Wir halten die fest, wir schließen die ein, da kommen die nicht raus, die bleiben in unserem Körper. Und das zeigt sich dann in körperlichen Symptomen. Dauerhaft Kopfschmerzen, Verspannung, Magen-Darm-Probleme, Rückenschmerzen, aber auch unsere mentale Gesundheit. All sowas ist Ausdruck von eingeschlossenen Gefühlen, die nie gefühlt werden dürfen. Also, wenn du wieder gute Gefühle fühlen willst, und wenn du wieder gesünder sein möchtest, auf körperlicher und mentaler Ebene, musst du anfangen, wieder dahin zu kommen, Gefühle nicht mehr wegzudrücken, sondern Gefühle zu fühlen. Und dann kommen wir auch ganz oft an einen Punkt, wo wir alte Gefühle noch mehr fühlen und wo wir lernen müssen, jetzt ploppt ein Gefühl auf, okay, was mache ich jetzt? Und als Mutter finde ich das noch mal schwerer, weil die Gefühle nicht immer in dem Moment Raum haben. Also ich erlebe das jetzt immer noch ganz oft, wo ich traurig bin, wo ich merke, oh, ich habe das Bedürfnis zu weinen und es geht gerade nicht.
Weil, also es ginge natürlich schon. Ich finde es auch nicht schlimm, Kindern gegenüber Traurigkeit und Wut und Ärger zu zeigen. Ja, wie sollen sie sonst auch lernen, wenn wir es nicht vorleben, wie man mit seinen negativen Gefühlen auch gut umgehen kann? Aber eben auch dieses, manchmal ist da einfach auch persönlich, wo ich sage, ich will jetzt, ich fahre jetzt hier gerade Auto. Ich will jetzt hier nicht in Tränen ausbrechen, ne? Und dann aber zu sagen, okay, entweder passiert es dann, dass es automatisch rausbricht. Das ist jetzt mittlerweile der Fall. Es ist Stille, es ist Raum für mich. Kann die Tränen gar nicht mehr aufhalten, weil die halt einfach da waren und da sein wollten. Oder aber, wo ich dann ganz bewusst sage, so, jetzt setze ich mich hin. Und jetzt gucke ich was Trauriges an und dann weiß ich, dass die Tränen kommen, aber die müssen auch kommen. Tränen sind das Beste, was euch passieren kann. Diese reinigende Wirkung von Tränen, das habt ihr bestimmt schon mal erfahren. Ihr habt abends geheult und morgens seid ihr viel leichter aufgestanden, weil ihr Emotionen Raum gegeben habt, weil Emotionen sich bewegen konnten. Das geht aber nicht nur übers Weinen. Das kann man auch auf unterschiedliche Art und Weise machen. Und das ist gar nicht so schlimm. Ich habe ja auch Gefühle weggedrückt, weil oh, das fühlt sich so unangenehm an. Ja, es fühlt sich aber auch nur unangenehm an. Es ist wesentlich schmerzhafter, jeden Tag krampfhafte Bauchschmerzen zu haben, jeden Tag Kopfschmerzen zu haben, jeden Tag Rückenschmerzen zu haben. Das ist viel schmerzvoller, als mal ein negatives Gefühl zu fühlen. Und man muss auch von dieser Idee wegkommen, ja, dann fühle ich mich ja nur noch schlecht. Ja, nee. Ein Gefühl ist 90 Sekunden da. Wenn ich dem Gefühl Raum gebe, ist es 90 Sekunden da und dann geht das wieder. Wenn ich das gelernt habe, ist es 90 Sekunden da und dann geht das wieder. Das heißt nicht, ich muss tagelang traurig oder wütend sein. Wenn ich es nur wirklich mal da sein lassen, verarbeiten lasse, verkörpern lasse, geht das wieder. Ganz automatisch. Und das ist so verrückt. Warum hat mir das niemand gesagt, dass es so einfach ist? Ich hatte so Angst davor, damit anzufangen. Und als ich dann angefangen habe und das gemacht habe, ach so, ist gar nicht so problematisch. Ich habe nach wie vor immer noch mal Probleme, gerade mit meiner Wut. Traurigkeit kriege ich mittlerweile gut hin. Wut ist immer noch ein krasses Thema, weil Wut die Emotion war, die bestraft wurde. Und deswegen habe ich immer noch Probleme, meine Wut da sein zu lassen, weil ich mir die nicht erlaube. Da habe ich aber auch schon Wege gefunden, dann in angeleiteten Meditationen oder ganz klassisch Wut rauslassen. Kissen nehmen und darauf einhämmern. Eine Minute lang, von mir aus auch die 90 Sekunden, Timer stellen, dann ist gut. Also dem so ein bisschen auch Raum zu geben. Das ist noch so eine Thematik, die mir noch ein bisschen schwerer fällt. Mit anderen Gefühlen komme ich besser klar. Und wisst ihr, was dann passiert? Hat man wieder Kontrolle, was da passiert. Ich kann das steuern. Und diese positiven Gefühle kommen endlich wieder. Und dann erlebt ihr so Momente wie ich Ende letzten Jahres, wo ihr laut aus vollem Herzen lachen könnt. Ganz ehrlich lachen könnt, weil das so schön war, weil es so lustig war. Und ich konnte das vorher nicht. Und das ist so, ach, dafür ist es alles wert. Wirklich. Und wie kann man das jetzt ganz konkret machen, dieses Gefühle annehmen? Also erstmal darf man für sich tatsächlich reflektieren, wie ist gerade der Stand der Dinge, die Beziehung zwischen mir und meinen Gefühlen und warum ist die so, ne? Wo kam das her? Ohne jetzt jemandem die Schuld zuweisen zu wollen, aber einfach mal, um das für sich einzuordnen, das ist passiert, weil so und so ging das vonstatten. Okay. Und dann auch mal für sich, wie immer, sich seine Glaubenssätze anzugucken, ne? Schreibt euch mal groß, macht euch so ein wie sagt man, Mindmap. In die Mitte schreibt ihr das Thema Gefühle und dann schreibt ihr mal auf, was ihr über Gefühle denkt. Ne? Gefühle dürfen nicht gefühlt werden, Gefühle müssen leise sein, es ist kein Raum für meine Gefühle. Einfach mal so gucken, was man so darüber denkt. Und dann diesen ganzen Prozess, dazu verlinke ich euch gerne nochmal das Video zum Thema Glaubenssätze, diesen ganzen Prozess halt mal mit den Glaubenssätzen durchzulaufen, die man über seine Gefühle hat. Und dann Wege zu finden, wie kann ich besser damit umgehen. Und das ist auch für jeden ganz unterschiedlich. Manche können ihre Gefühle wunderbar verarbeiten, indem sie singen, indem sie schreiben, indem sie Sport treiben. Aber immer in diesem Bewusstsein, immer das Gefühl da sein zu lassen. Manche wollen halt schreien. Geh halt in, weiß ich nicht, irgendwo auf einen großen Parkplatz, wo sonst niemand ist. Und schrei halt mal.
Schrei mal ganz laut. Finde für dich die Wege, die dir helfen, deine Gefühle zu verarbeiten und da sein zu lassen. Du musst im ersten Schritt erstmal lernen, dass die hochkommen dürfen, dass es okay ist, dass die nicht immer da so eingeschlossen sein müssen. Und dann muss man Wege finden, die zu verarbeiten, damit sie gehen können, damit sie in Bewegung sein können. Und was für mich wahnsinnig gut funktioniert, eine Meditation. 10 Minuten einfach mal bei diesem Gefühl sein, das mal zu spüren, richtig mit den Gedanken da reinzugehen. Das Gefühl ist ja aufgrund einer Situation da, aufgrund von Gedanken, die ich habe. In diese Situation gedanklich nochmal reingehen, das Gefühl richtig groß werden lassen, richtig aufploppen lassen, dem richtig Raum geben lassen. Und nach 90 Sekunden wird es kleiner und kleiner und kleiner und du fühlst dich leichter. Und dann ist das Thema erledigt. Das ist was Wunderschönes. Ansonsten sind Embodiment-Übungen toll. Wenn du wütend bist, dir ein Lied anzumachen, was das so für dich verkörpern lässt. Und dann stampfst du auf den Boden und dann wirst du groß und dann machst du so, wenn dir das hilft, lass mal deinen Körper dem Gefühl Ausdruck geben. Mach das für dich alleine, da muss niemand zugucken. 1, 2 Lieder reichen. Du kannst dir so eine Playlist erstellen. Zu jedem Gefühl eine Playlist. Ich bin traurig, so eine Playlist kann man einfach erstellen. Bin wütend, okay, diese Playlist. Oder ich empfinde Ärger, diese Playlist. Und dann dem Raum zu geben, ne, mit Stampfen, mit das einfach mal auch aus dem Körper schütteln. Schüttelt euch wie ein Hund. Hunde machen das, um Stress loszulassen. Schüttelt doch euren Körper mal und lasst diese Gefühle da raus. Also dem Körper einfach die Führung übergeben. Der weiß, was er tun muss. Das haben wir nur verlernt, wir haben das nicht mehr zugelassen. Und dann einfach mal den Körperausdruck finden, wie er diese Emotion ausdrücken will. Und dann ist das nach 1, 2 Liedern, nach 5 bis 10 Minuten, ist das erledigt. Und dann könnt ihr weitermachen mit eurem Tag. Aber die Emotion ist nicht mehr in euch eingeschlossen. Das ist erledigt. Und dann kann die euer körperliches System nicht mehr negativ beeinflussen. Und ihr habt die nicht weggeschlossen. Und dadurch habt ihr auch die positiven Gefühle nicht weggeschlossen und könnt die auch ausleben. Also es ist so wichtig, wegzukommen von diesem Gefühle wegdrücken hin zu diesem, wie kann ich mit meinen Gefühlen gut leben? Und da gibt's, das ist so einfach. Es ist wirklich nicht schwer und ihr müsst keine Angst davor haben. Ich hatte die Angst davor, aber auch da Thema Angst. Wenn du wütend bist, ist es lebensgefährlich für dich? Meistens eher nicht. Dann lass doch zu, dann ist die Angst nicht berechtigt. Und sei dir sicher, du bist sicher in deinen Gefühlen, deine Gefühle sind sicher. Ne, wir haben ja dann ganz oft die Erfahrung gemacht, das ist für uns hier nicht sicher, unsere Gefühle zu fühlen, weil als Kinder ist einfach dieser ureigene Instinkt, ich brauche meine Familie, sonst kann ich nicht überleben. Und wenn die mich nicht mögen, wenn ich negative Gefühle habe, dann sind meine Gefühle nicht sicher. Und wir dürfen uns als Erwachsene wieder in Erinnerung rufen, unsere Gefühle sind sicher. Ich bin sicher in mir, ich bin sicher mit mir. Das ist alles fein. Und vielleicht auch noch eine zusätzliche Motivation, wenn du das für dich gelernt hast, gut mit deinen negativen Gefühlen umzugehen, lebst du das deinen Kindern vor, wie man das machen kann? Du kannst sie anleiten dahin, gut mit ihren Gefühlen klarzukommen und du kommst besser mit den negativen Gefühlen deiner Kinder klar. Weil du weißt, wie wichtig das ist und wie schädlich es auf der anderen Seite ist, die Gefühle deiner Kinder abzusprechen. Und wenn dir das schwerfällt, verlinke ich dir, wie auch in allen letzten Videos unten in der Infobox, Hilfestellungen, Programme, Meditationen, die dir helfen, deine negativen Gefühle da sein zu lassen. Die dich dabei unterstützen, wie du lernen kannst, negative Gefühle da sein zu lassen. Wo du das auch mit deinen Kindern lernen kannst. Hey, dein Kind ist oft wütend, dein Kind ist oft ängstlich. Da bitte lerne, wie ihr beide damit umgehen könnt. Und es ist wirklich nicht schwer, aber man muss anfangen. Man muss die Entscheidung für sich treffen, dass man das ändern möchte, weg vom Gefühle wegdrücken, hin zum Gefühle annehmen. Wenn man dann in den Prozess reingeht und wenn man dann das ein paar Mal erlebt, dass es so schlimm echt nicht ist, dann ist es einfacher, damit zu leben. Und ich hatte früher permanent Bauchschmerzen, permanent Kopfschmerzen, permanent Verspannungen, permanent Rückenschmerzen. Wie es um meine mentale Gesundheit irgendwann bestellt war, wisst ihr schon.
Heute selten Kopfschmerzen, ab und an nochmal Bauchschmerzen, sehr, sehr selten Rückenschmerzen, sehr, sehr selten Verspannungen. Überraschung. Seid es euch wert, auch auf körperlicher Ebene, schützt euren Körper. Das ist das Gefäß, in dem ihr lebt. Und wenn ihr ein langes, glückliches Leben mit euren Kindern führen wollt, möglichst schmerzfrei, möglichst medikamentfrei, kümmert euch darum. Und dieses Thema hat eben Einfluss darauf. Auch, vor allen Dingen, auf eure mentale Gesundheit. Ne? Auf Burnout, auf Depressionen, depressive Verstimmungen sind Gefühle ein wichtiges Thema. Solltet ihr noch Fragen dazu haben, stellt die sehr, sehr gerne in den Kommentaren und schreibt mir doch mal, ob ihr eher Teamgefühle wegdrücken seid oder schon Gefühle annehmen und wie da so euer Prozess und eure Erfahrungen mit sind. Ob ihr noch Tipps und Tricks mit den anderen teilen könnt, dann sehr, sehr gerne unten in die Kommentare damit. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr es hilfreich fandet, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und teilt das Video gerne mit Menschen, die auch lernen dürfen, ihre Gefühle wieder anzunehmen. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.